Hallihallo und damit herzlich willkommen mal wieder seit langem. Es ist ja jetzt wirklich schon über einen Monat her, dass ich das letzte Video gebracht habe. Der ein oder andere hat sich bestimmt gedacht, was ist denn mit denen los? Ist er jetzt gestorben oder was? Oder hat er keinen Bock mehr auf Videos und gibt seinen Kanal auf oder was weiß ich nicht alles? Also, da kann man sich ja schon gut was denken. Kann ich auch gut nachvollziehen, wenn man einfach nichts mehr bringt, ohne irgendetwas anzukündigen. Habe ich an der Stelle irgendwie ein bisschen verhauen. Ich hätte ein Infovideo einfach raushauen sollen. Aber, ich sag mal so, in den Runden, die wir jetzt gleich spielen werden, was soll das denn sein? Ich glaube, Super Smash Mobs ist ja wie gewohnt eigentlich bei mir immer so der Fall. Also, wenn ich mir ein bisschen was sagen möchte und dann einfach eine entspannte Runde Super Smash Mobs bringen will. So, das ist die neue Mineplex-Lobby, will ich einfach nur mal grob zeigen, weil sich hier was geändert hat. Hier gibt es einmal das Mineplex-Logo, dann gibt es hier Naga Gucci oder so, keine Ahnung. Und hier dieses kleine Fußballspiel, was man spielen kann. Dazu kommt auch noch ein Super Smash Mobs, was mich jetzt irgendwie gefreut hat, wenn ich beispielsweise meine Reloaded, also neue Serie Reloaded starten möchte, eine Solo-Variante gibt, wo das Teaming Bunable ist. Das ist richtig krass und geil, finde ich, meiner Meinung nach. Und es gibt eine Team-Variante, wo man halt in Zweier-Teams gegeneinander antreten kann. So, bevor ich jetzt einfach diese Einleitung viel zu lang machen, würde ich sagen, sehen wir uns in der Runde wieder und bis gleich. Konnichiwa. So, da sind wir auch schon auf der neuen Karte. Ich weiß gar nicht, ob ich die damals schon vorgestellt hatte. Aber wir haben hier auch noch mal einen richtig krassen Burschen in der Runde. So ein Level 67, in die 68er sogar. So, und jetzt komme ich einfach mal zu dem Thema, warum sind die letzte Zeit, oder warum ist in der letzten Zeit besser gesagt, kein Video online gekommen? Das liegt einfach an dem Grund, weil eigentlich wollte ich Videos bringen, dann fehlte mir die Lust und dann dachte ich mir letzten Endes so, ey komm, ich habe Ferien, dann kann ich doch einfach Ferien machen, ja? So, da habe ich dann halt die ganze Zeit keine Videos gebracht, ohne irgendetwas zu sagen, war irgendwie scheiße von mir, habe nicht mal was auf Twitter angekündigt, was auch irgendwie richtig billig war von mir, aber ich war auf Twitter irgendwie auch gar nicht aktiv die letzte Zeit, also ich war da wirklich gar nicht, also ne, da hätte man auch nichts von mir verhoffen können. Und ich bin jetzt auch Minecraft ein bisschen eingerostet, muss ich dazu sagen, ich habe ja auch wirklich in diesen einem Monat nichts gespielt, also in Minecraft jetzt, und ja. Das erstmal dazu. Also es kamen keine Videos grundsätzlich einfach, weil ich keine Lust hatte. Aber ich wollte auch nicht aufhören mit YouTube. Also sehen wir das einfach als kleine Sommerpause an. Wie das auch andere Menschen machen oder wie man beispielsweise auch Urlaub haben könnte. Weil manche irgendwie in den Urlaub reisen, beispielsweise in ein anderes Land oder so, um einfach mal abzuschalten. Und ich habe das einfach zu Hause gemacht. Ja. Also bin ich irgendwo in den Urlaub gefahren oder sowas. Aber ich habe mir einfach, sage ich mal, den Urlaub genommen in den Ferien und wollte auch einfach mal mich in dieser Zeit nicht um YouTube kümmern, weil das wäre ja trotzdem, auch wenn man es nicht denkt, aber das ist ja auch irgendeine Art und Weise Arbeit, weil wenn man ja die Videos trotzdem rendern, schneiden muss und sowas, nimmt das ja auch Zeit in Anspruch. Ich hätte jetzt in den Ferien natürlich die meiste Zeit gehabt, aber ich kann das auch ruhig in der Schulzeit machen, ist auch kein Problem. Da komme ich auch schon zum anderen Thema, weil in der nächsten Woche beginnt ja auch schon wieder die Schule und da möchte ich dann halt wieder, aktiver Videos bringen, weil die letzte Zeit ja nichts gekommen ist und so. Oh, und da haben wir ihn erwischt, aber ich bin gerade nicht so gut bei der Sache, weil ich am Reden bin. Und, wollen mich fokussen, oder? Wow. Das war ein bisschen scheiße. So, wo war ich jetzt? Ah, ich komme hier aus dem Konzept. Das ist nicht so ein guter Modus, um zu reden. Aber ich dachte, weil das so mein Modus ist, kann ich das schon irgendwie hinreißen. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ah ja, nächste Woche ist Schule. Und da würde ich dann wieder aktiver Videos bringen. Heißt nicht jeden Tag, aber in der Woche kommen dann schon wieder ein paar Videos. Und außerdem kann ich jetzt auch zu den anderen Punkt kommen. Ich wollte eigentlich zu dem Jahresjubiläum von der Minecraft Vorstellungsserie, sozusagen die Serie Reloaded, starten. Das war am 1. August, aber in dieser Zeit habe ich halt keine Videos gebracht, weil wegen dem angesprochenen Punkt gerade eben, da ist die Blaze einfach mal gestorben. Und ich wollte dann auch ab nächste Woche die Reloaded-Serie starten. Sollte dann irgendwie immer Montag und Freitag kommen oder sogar noch Mittwoch, wenn ich die Zeit dazu finde.
Und da werde ich dann immer halt die Vorstellungen, die ich damals gemacht habe bei den einzelnen Klassen, also Skeleton, Spider und so weiter und so fort, halt nachholen. Ich werde die einfach nochmal machen, weil ich muss auch dazu sagen, die Qualität damals hat sich jetzt zu meinen Videos auch schon mal wieder drastisch verändert. Also das ist meine Meinung dazu, weil damals schlechtere FPS, anderes Mikrofon, alter Scheißrechner und so weiter und so fort. Ich habe schlechter kommentiert, alles schlechter erklärt und ja, ich meine, mit der Zeit ändert sich das ja alles und deswegen wollte ich diese Reloaded-Serie starten, so dass auch diese neuen Vorstellungen dann auch angepasst sind auf meinen momentanen Stand. Also ihr könnt euch wieder auf Minecraft Super Smash Mobs Vorstellungen freuen, neue Meinungen von mir zu hören, weil damals waren meine Meinungen auch noch verschieden und außerdem haben sich die Kids ja auch wieder mittlerweile ein bisschen verändert, beziehungsweise die wurden ja immer wieder nachgepatcht und ein bisschen aufgebessert, verschlechtert und so weiter und so fort. Wie das Spinnkit, was ich jetzt zum Beispiel feier und damals irgendwie in der Vorstellung down gemacht habe. So viel dazu, ich bin jetzt auch einmal gestorben. Und ja, ich sollte diesen Skeletten nicht unbedingt unterschätzen. So, dann mache ich meine Special Moves. So, geben wir nochmal ein paar Nadelfeile hin. Oh, der hatte mich aber gut getroffen, muss ich dazu sagen. Okay. Dann gehen wir in den Nahkampf und hauen dich hier einfach mal runter, mein Freund. So. Du bist gleich tot. Ich habe ihn nicht erwischt mit diesen Spinnenweben. Das ist ja krass. So, sonst treffe ich immer richtig gut mit dieser Scheiße. Aber, oh, wir haben ihn aber dann auch im Nahkampf bekommen. Super duper, würde ich an dieser Stelle sagen. Das war eigentlich alles grobe, was ich gesagt habe. Wenn ich dann die einzelnen Klassen vorstellen werde, möchte ich dazu auch nochmal sagen, werde ich eine Strawpoll-Abstimmung in die Beschreibung tun, wo ihr dann entscheiden könnt, welche Klasse als nächstes vorgestellt werden soll. Werde ich dann 3, 4 Stück oder so reinnehmen und dann geht das sozusagen los in die nächste Vorstellung. Ich kann jetzt gerade auch in dieser kleinen Lobbypause gut reden, aber würde einfach sagen, dass es in der Runde gleich weitergeht. Und ansonsten, ja, was soll ich noch sagen? Ich glaube, das wäre alles grobe gewesen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie das denn jetzt so weiterläuft und sowas, oder falls ihr irgendwie noch Verständnisfragen habt, weil ich irgendwas scheiße erklärt habe, was ich mir gut vorstellen könnte, dann schreibt es unten durch in die Kommentare. Antworten werde ich sowieso. Auch in der Zeit, wo ich sozusagen nicht aktiv gewesen bin auf YouTube, habe ich trotzdem Kommentare beantwortet, falls da welche reingekommen sind. Da ist sogar gestern noch eins reingekommen und der hatte gefragt, ja ey, kannst du nicht mal wieder ein Video bringen oder so und ich habe das immer gefeiert, was du da gemacht hast. Kann ich ja vielleicht an dieser Stelle, falls ich es nicht vergesse, nochmal einblenden. Und ja, ich freue mich immer darüber, wenn ich sowas lese, also dass Leute diese Videos feiern, die ich mache. Und da finde ich es dann auch irgendwie ein bisschen scheiße, dass ich jetzt einfach eine Zeit lang aufgehört hatte, diese Videos zu machen. Also nicht denken irgendwie, dass ich das irgendwie geil fand, jetzt keine Videos zu machen. Okay, ich wollte entspannen, aber wenn ich dann sowas lese, dann finde ich das auch schon wieder ein bisschen kacke von mir. Aber ich sag mal so, ich mache das nicht hauptberuflich und ich bin auch gezwungenermaßen da nicht daran gebunden. Also manche YouTuber machen das ja wirklich hauptberuflich, die Großen da zumindest, die täglich immer mehrere Videos bringen oder sowas. Und ich bin halt nicht daran gebunden, sag ich mal so. Also das ist jetzt nochmal ein kurzes Statement so nebenbei wegen den häufigen Videos oder regelmäßigen Videos. Das ist so meine Meinung dazu. Ich mach das hier nur so nebenbei als Hobby, ne? Ja. Okay, jetzt wollen wir aber mal zocken, einfach diese Runde zu Ende bringen, diesen Typen hier vernichten, der irgendwie neben der Spur ist und der ist auch schon gestorben, wie auch immer ich den so schnell down bekommen habe. So, dann ist da hinten Slime. Dann haben wir den auch nochmal. Oh ne, wir haben den nicht gecatcht. Und ich hatte in den Ferien auch mal endlich wieder die Zeit gefunden, um ein paar Animes zu schauen. Das war auch irgendwie in der Zeit, wo ich viel YouTube gemacht habe, habe ich irgendwie in die Enge getrieben, ich kam nicht mehr dazu. Oder ich habe mir einfach nicht die Zeit dazu genommen. Ich habe mich auch eben ganz kurz in der Nase gekratzt. Und, okay. Dann kann man das natürlich auch lassen. Das sind echt verwirrte Spieler, kommt mir so vor. So, mein Freund. Oh. Bitte, aber ich komme mich retten, mein Freund. Und du bist jetzt weg, oder? Ja. Das wird zwar knapp, aber ich sag mal, das war trotzdem dein Ende. Oh, wow, wow, wow. Das war ein komischer Sprung, muss ich dazu sagen. Das habe ich irgendwie komisch rausgeschissen. Wenn man das so nennen kann. Okay. Erstmal hier weg.
sind jetzt gerade mit der HP nicht so im grünen Bereich, Alter. Verdammt. Ja, wir müssen hier aufpassen. Und da sind wir auch schon gestorben. Da war ich ein bisschen unkonzentriert, beziehungsweise ich stand immer ungünstig neben einem Spieler. So, mein Freund. Da bist du einfach runtergefallen, ja. Oh, was? Da konntest du dich retten. Hat er gut gemacht, aber das hat ihn auch nicht so weit ge... Boah. Eieiei, okay, da hat er mich in die Enge getrieben. Beziehungsweise habe ich irgendwie meine... Wie nennt man das nochmal? Mein Spinweb habe ich ein bisschen blöd eingesetzt. Ich wollte ihn damit catchen, das ging dann fail und damit konnte ich mich da nicht mehr retten. So, mein Freund. Oi, ey, das brennt mich weg wie sonst was, ja? So, dann gehen wir ihn immer den Nieder rein und dann kann er auch nicht so gut an uns ran. Dann haben wir immer eine gute Chance, eine Combo reinzuhauen mit Hits. Aber da haben wir noch den Emir. Der Emir ist doch ein ganz krasser Bursche, würde ich mal... Wow, was mache ich da? Der Emir ist ein krasser Bursche. Und... Nein! Boah! Ja, Emir, ich weiß, du bist gut. Mehr oder weniger. Und da hat er uns bekommen. Alter, ich spiele gerade ein bisschen schlecht mit der Spider, aber es ist noch nichts verloren. Er ist wahrscheinlich Lowlife. Aber jeder Fall in den Tod kann jetzt, jeder Fall in die Schlucht kann jetzt den Tod bedeuten. Und zwar jetzt auch gerade ganz kurz knapp. So, oh, das war ein bisschen scheiße. So, da haben wir dich gut getroffen, mein Freund. Wir haben dich sowas von gut getroffen. Wo ist er? Er ist da hinten. Oh, und wir haben dich nicht bekommen, Alter. Ah, der ist jetzt schon dort gut am Laufen. Aber man muss dazu sagen, die Spinne ist eine Verfolgerklasse und da kann er nicht gut abhauen. Alter, wir sind in ihn reingeflogen. Nein! Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Entweder laggt es gerade, ich habe einen DC bekommen, oder der Server laggt. Und dadurch habe ich jetzt verloren. Ich habe ihn eigentlich ganz gut verfolgt. Ich glaube, ich hätte ihn sogar bekommen, aber... Gut, das kann natürlich auch mal passieren. Und jetzt geht irgendwie gar nichts. Ja, ich wurde gekickt vom Server. Nice an der Stelle, Leute. Gut, ja. Da würde ich einfach mal sagen... Wäre es auch mit dem heutigen Video gewesen. Es ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen länger geworden. Und ansonsten, ich bin auf jeden Fall wieder da. Ich bin nicht gestorben, Leute. Und es wird ab nächster Woche, nicht dieser Woche, ab nächster Woche dann wieder regelmäßiger Videos geben. Da startet dann wahrscheinlich auch die neue Vorstellungsserie. Unten da ist dazu auch nochmal eine Strawpoll-Abstimmung. Da könnt ihr dann entscheiden, welche Klasse dann als erstes schon mal gespielt werden soll. Und dann würde ich sagen, tschüss, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.